Und da sind wir wieder in der Nacht. Und das Stadtkrankenhaus ist offen. Da können wir sogar hin, denn wir sind leicht verletzt. Deswegen gehen wir mit Slater raus, Stadtkrankenhaus. Vielleicht werden wir sogar geholfen. Vor allem als Frau. Vielleicht hilft sogar, dass wir als Frau dorthin gehen. Anton hält Wache. Pavel muss sich ausruhen. Und wir werden definitiv zum Krankenhaus gehen. Wir werden dennoch 2 Dietriche fürs Krankenhaus einpacken. Eine Pistole. Und 10 Munition. Sicher ist sicher. Ich will nichts riskieren. So, da sind wir schon mal krank. Es soll noch in Betrieb sein. Vielleicht ist das nur ein Gerücht. Erstmal alles mitnehmen. So, dann gehen wir mal langsam näher. Da kommt schon jemand. Ziemlich gut gepanzert. Vorsicht, Kleine, ich behalte dich im Auge. Okay. Leg dich nicht mit mir an. Überall, wo die normale Hand ist, darf ich plündern. Alles andere ist Diebstahl. Zucker brauche ich erstmal nicht. Materialien nehmen wir mit. Schauen wir, was wir hier noch haben. Da ist ein Arzt. Okay. Von ihr kriege ich erstmal keine Hilfe. Hier ist aber auch nichts abgeschlossen. Das heißt, wenn ich klaue, ist Kacke hier. Dann gehen wir mal nach oben. Da kommt jemand, nicht klauen. Okay, der sitzt da und macht irgendwas. Gehen wir mal nach oben. Irgendwo muss ein Arzt sein. Nicht so aus, als bräuchten sie meine Hilfe. Na gut. Wahrscheinlich nur, weil ich leicht verletzt bin. Dann gehen wir mal hier in den Haufen. Hier ist nichts. Okay, da unten ist auf jeden Fall schon mal ein Schrank, wo ich Dietrich bräuchte. Das nehmen wir auch mit. Hier ist gerade keiner. Aber da drüben im Nebenzimmer. Ich riskiere es. Kurz hier reingucken. Okay, bis jetzt läuft's gut. Gehen wir nochmal weiter nach oben. Das Düngemittel ist natürlich wieder sehr gut, um sich neue Köder quasi zu nutzen. Hallo, mach keinen Ärger. Hab ich nicht vor.
Wäre aber schön, wenn du mal abhauen würdest. So, du bist da hinten. Siehst du das, wenn ich hier klaue? Siehst du das? Ich hoffe nicht. Das scheint sich auch nicht weg zu bewegen. Dann gehe ich mal hier runter. Da ist jemand zum Handeln. Er hat aber nichts, was ich haben möchte. Wir haben Patienten, denen es noch schlechter geht. Na gut. Dann gehen wir nochmal hier runter. Ah, der kommt gerade wieder. Verdammt. Verdammt! Aber wir können das ja mal lesen hier. Ein Auszug des Schadensberichtes nach einer der Bombardierung. Allgemeinchirurgie, 32 Patienten, 3 Tote, 12 Verletzte. Neurologie, 13 Patienten, 0 Tote, 2 Verletzte. Kinderabteilung, 34 Patienten, 32 Tote, 2 Verletzte. Intensivstation, 55 Patienten, 9 Tote, 10 Verletzte. Scheinbar hat es die Kinderabteilung am schlimmsten erwischt. Ja, wir müssen nach Hause. Das hat keinen Sinn. Wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben ein bisschen Material, aber es ist halt nichts Dolles. Aber wir können hier nochmal zurückgehen und dann den richtigen Moment abpassen, um an den Schrank ranzukommen.